Wir sind im Backstage-Bereich beim Open Air in Sandhausen bei mir, der Bürgermeister der Gemeinde Sandhausen, Georg Letti. Georg, du trittst es auf, du singst auch, habe ich gehört. Ja, mit dem Singen, da klappt es leider nicht so. Wenn ich singen würde, dann wäre der Platz ganz schnell leer. Ich glaube, das können andere besser. Aber ich bin froh, dass dieses Mega-Event wieder bei uns stattfindet, weil es ist ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil in unserem Eventkalender hier in Sandhausen. Und alle Achtung vor dem, was die Künstler hier aufstellen. Du bist ja mehr oder weniger der Schirmherr und natürlich auch hochzufrieden, dass dieses Jahr das Wetter hält. Letztes Jahr fiel so fast ins Wasser. Ja, ich war im letzten Jahr auch hier. Das Wetter war nicht ganz so gut. Dafür war die Stimmung umso besser. Aber wir Sandhäuser werden belohnt und ich freue mich, dass es dieses Jahr nicht nur warm, sondern auch trocken ist und jeder so, wie er es verdient. Und jetzt habe ich gerade gehört, nächstes Jahr gibt es das 15. Open Air, stimmt das? Richtig, und gleichzeitig wird unsere Gemeinde im nächsten Jahr 2012 750 Jahre alt. Und da denke ich, dass dieses Event, dass wir da vielleicht noch on top etwas bekommen, wo ein unvergesslicher Abend dann sein wird. Das ist der 7.7.2012, richtig? Korrekt. Alles klar, dann das 15. Open Air mit der 750-Jahr-Feier der Gemeinde Sandhausen. Vielen Dank, Bürgermeister Georg Letti. Dankeschön. Rhein-Neckar Radio. Bei mir nun die Jasmin Raber. Hallo Jasmin, du hast jetzt gerade einen Auftritt hinter dir, wie war's? Ja, aufregend natürlich. Man hat Herzklopfen, aber es war toll. Du hast zwei Lieder gespielt, was für Lieder waren das? Wonderland von Natalia Kills und von Cascada Every Time We Touch. Du hast aber hier schon eine gewisse Erfahrung, du warst letztes Jahr schon mal dabei. Wann war es besser, letztes Jahr oder dieses Jahr? Dieses Jahr, also ich habe auch von Leuten gehört, ich habe mich wirklich gesteigert und natürlich bei so Kritik ist es natürlich toll. Ich werde nächstes Jahr wahrscheinlich wieder hier singen und da freut man sich natürlich. Das hoffen wir auch. Vielen Dank, Jasmin, und dann hoffen wir mal, dass wir uns nächstes Jahr hier wiedersehen. Vielen Dank, Jasmin. Rhein-Neckar Radio. So, bei mir ist die Kathi und der Ralf. Hallo, Kathi. Hallo. Hallo, Ralf. Hallo. Ihr kommt jetzt gerade von der Bühne runter. Wie war es für euch? Es war super. Doch, es hätte noch länger sein können. Ja, ihr habt drei Lieder gespielt. Wie war es für dich, Ralf? Sehr schön, sehr schön. Super Wetter, super Leute, super Publikum. Einfach klasse. Du hast den Bass traumhaft bedient. War wirklich ein Erlebnis, euch zuzuhören. Dankeschön, dankeschön. Freut mich. Und bei dir die Stimme, die ist schon einzigartig. Ja, danke. Ihr wart letztes Jahr dabei, dieses Jahr dabei. Welches Konzert war besser? Ja, heute war halt das Wetter besser, ne? Und klar, dann sind die Leute vielleicht auch besser gelaunt. Ja, letztes Jahr hat es geregnet. Letztes Jahr waren sie auch gut gelaunt. Ja, letztes Jahr waren sie gut, dieses Jahr waren sie sehr gut gelaunt, oder? Ja, das, so kann man es formulieren, ja. Wenn wir euch nächstes Jahr wiedersehen? Wenn wir eingeladen werden? Ich glaub, mal gucken, ne? Dann lege ich mal beim Sascha und beim Rainer ein gutes Wort ein, dass wir euch nächstes Jahr wieder sehen. Vielen Dank für euren Auftritt, vielen Dank für euren Besuch. Vielen Dank. Bei mir nun der Michael Aaron. Du kamst jetzt gerade von der Bühne runter. War, glaube ich, ein sehr gelungener Auftritt. Absolut, absolut. Ein Riesenspaß gemacht. Das Publikum ist endlich mal ein bisschen mitgegangen. Schon ein bisschen richtig Stimmung hier reingekommen. War phänomenal. Ich stand, wo du angefangen hast, hinter der Bühne. Ich dachte erst, Elvis lebt wieder. Also deine Stimme, phänomenal. Fast wie die von Elvis. Vielen Dank, vielen Dank. Wobei ich versuche nicht zu kopieren, aber naja, wenn man sein Leben lang Elvis hört, dann kommt es automatisch ins Ohr, eine Stimme. Dann die letzten zwei Lieder. Hast du dir einen Gast dazu genommen? Ja. Der Ross, wie war es da, mit ihm das zu singen? Phänomenal, also er hat nichts davon gewusst. Ich habe ihm einfach kurz vorher den Text zugesteckt. Und er war letztes Jahr schon mit auf der Bühne bei diesem Lied, aber eher, naja, so im Background. Und ist einer meiner Lieblingsgospel, How Great Thou Art. Und es war ein absolut tolles Erlebnis, mit ihm zu singen. Er hat ja selber hervorragende Stimme. Und ich glaube, ihm hat es mindestens so gut gefallen wie mir. Also uns hat es allen gefallen. Vielen Dank, Michael. Und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr beim 15. Sommer Open Air wieder in Sandhausen. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Alles klar. Vielen Dank. Rhein-Neckar Radio. Bei mir sind jetzt drei Musiker. Querbeet, eine etwas jüngere Dame, eine etwas ältere Dame und ein Mann. Jetzt fragen wir erstmal, wer steht bei mir? Ich bin die Nikolasa und die Mutter von Hanna. Ich bin die Hanna, Klavierspielerin. Roger Weigand. Der Roger, die Hanna und die Nikolasa und ihr seid schon aufgetreten. Wie hat es euch gefallen? Gut, sehr gut.
war gut. Die Hanna saß am Klavier, du hast gespielt, hast natürlich live gespielt, oder? Ja, na klar, was denn sonst? Genau, das wollen wir hier. Watcha gesungen, wie hat es dir gefallen? Ja, war tolle Anlage, super, man hat sich super gehört beim Singen, war echt super Verhältnisse. Waren begeistert. Wart ihr letztes Jahr schon mal da? Letztes Jahr waren wir auch schon da, also da war ich allerdings alleine. Heute habe ich mal Verstärkung geholt. Die zwei Damen haben mich heute tatkräftig unterstützt. Und es wird heute auch mitgespielt. Letztes Jahr Regen, dieses Jahr Sonne, 25 Grad, was will man mehr? Dieses Jahr kann man sich nicht beschweren, wirklich. Habt ihr schon gehört, Rainer, Sascha, ob ihr vielleicht nächstes Jahr wieder dabei seid? Nein, keine Ahnung, wie das nächstes Jahr abläuft, keine Ahnung. Dann warten wir mal ab und wir hoffen, dass wir euch vielleicht nächstes Jahr wieder sehen. Vielen Dank euch drei und noch einen schönen Abend. Vielen Dank, schönen Abend noch. Wir sind beim 14. Sommer Open Air in Sandhausen. Yeah! Ja! Du hast ein verrücktes Huhn neben dir. Ja, ich habe ein verrücktes Huhn neben mir. Der Ross Anthony, unser Moderator. Hallo Ross. Halli, hallo. Ist das nicht schön hier? Das Wetter spielt mit, die Leute sind gut drauf, die Hälfte sind schon besoffen und ich bin auf dem Weg dahin. Letztes Jahr hat es geregnet, dieses Jahr scheint die Sonne. Das heißt, du warst brav. Aber ich muss sagen, ich glaube, es ist egal in Sandhausen, ob es regnet oder nicht, aber letztes Jahr sind auch die Leute gekommen. Und ich muss sagen, es war so toll, so toll. Es hat geregnet und die Lichter, wie haben wir den Lampen, die scheinen, waren auf die Leute, die sind so abgegangen. Es war so toll. Ja, in Sandhausen, wir feiern, ob es regnet, ob es schneit, ob die Sonne scheint. Ja. Wie gefällt es dir bis jetzt? Es gefällt mir sehr schön. Ich finde es erstmal toll zu sehen, dass Rainer und Sascha wirklich Leute eine Chance geben, die das normalerweise nicht haben würde. Wirklich auf einer Bühne zu stehen, vor Tausende von Menschen zu performen und so, dass sie das wirklich genießen können. Ne? Und dieses Gefühl zu haben, wie es ist, auf einer Bühne zu stehen, weil es ist nicht einfach. Ja, dieses Jahr sind da 5, 6 Künstler dabei, die waren noch nie in Sandhausen, die waren auch noch nie auf so einer großen Bühne gestanden, für die ist es natürlich was ganz Besonderes und dann noch dich als Moderator und du gibst ja jedem ein super Feedback. Ich bin schlimm, ne? Ich kann nur Faxen machen, ich kann nur mit den Leuten spielen, ich weiß nicht, warum ich das so mache die ganze Zeit, aber ich habe Spaß und ich glaube, das ist der Sinn der Sache, ne? Wir wollen einfach nur Spaß haben, wir wollen, dass die Leute nach Hause gehen, die haben ein Lächeln im Gesicht, die haben eine schöne Zeit gehabt und die haben wirklich stundenlang Musik, was die anhören können. Ne? Ja, so ist es. Und du hast heute noch jemanden dabei, eine Begleitung, eine Dame. Wer ist das? Ich habe meine Mami dabei. Deine Mami. Sie wollte unbedingt dabei sein, weil ich morgen Geburtstag habe. Und sie hat gesagt, ja, ich möchte einmal das erleben, wie du auf einer Bühne stehst und ein bisschen singst. Ich habe auch gesungen heute. Das haben die Leute auch nicht erwartet. Ich glaube, die haben die alle aufgewacht, weil ich war gerade am Anfang dabei. Und es ist nur schön, dass meine Mama wird bald 70, ne? Das muss man auch nicht vergessen. Und sie wollte unbedingt irgendwann dann dabei sein. Ich habe gesagt, oder komm, machen wir das alles zusammen. Und wie gefällt es deiner Mama in Sandhausen, Wildstadt Sandhausen? Weil was schön ist, die Leute merken, dass das meine Mama ist und die kümmern sich so süß über meine Mama. Das ist so toll. Und du fährst jetzt weiter an den Bodensee, da hast du morgen eine Veranstaltung? Genau, ich habe eine Golftournee mit Sonja Zittlow. Und weil ich Golf auch spielen kann, Gott sei Dank, habe ich gedacht, ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, um den Pokal nach Hause zu nehmen. Gut, dann müssen wir jetzt wieder abbrechen, weil die Müssen wir nicht. Müssen wir nicht, wir haben noch Zeit. Ja, gerne. Ja. Gut, Ross, du musst gleich wieder auf die Bühne, die nächste Gruppe ansagen. Genau. Und um 10 fährst du dann Richtung Bodensee. Dann wünschen wir dir alles Gute für die Fahrt und vor allem alles Gute morgen für deinen Ehrentag. Vielen Dank, dass du bei uns warst und sehen wir dich nächstes Jahr wieder. Ich freue mich total erstmal, dass ich 21 werde. Lach gar nicht, das ist die Wahrheit. Entschuldigung. Und wenn ich wieder gefragt bin, dann bin ich auf jeden Fall natürlich nächstes Jahr dabei. Ich finde super, was Rainer und alle anderen hier und Sascha auch auf die Beine bringen, dass die Leute wirklich einen schönen Abend hier genießen kann. Und ich sage eins, Sandhausen rocks. Vielen Dank, Ross Anthony. Rhein-Neckar Radio. Ihr Radio für die Metropolregion Rhein-Neckar. Baden-Württemberg. Rheinland-Pfalz. Hessen. RN Radio. Geschichten rund um das Dreiländereck Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Fußball. 1899 Hoffenheim. SV Sandhausen. Waldhof Mannheim. FC Astoria Waldorf. VfR Mannheim. Verbandsliga Nordbaden, Landesliga Rhein-Neckar. Neues von den Vereinen der Region Rhein-Neckar.
Musikbeiträge, aktuelle News, Wirtschaftsnachrichten, Lifestyle, Auto-News, Wetter. Live-Übertragungen, Events, Pressekonferenzen. RN Bürgerradio bietet die Möglichkeit, Radio kennenzulernen und Moderator bei RN Radio zu werden. Rhein-Neckar Radio. Demnächst bei Internet. Radio for you. Wir sind hier hinter der Bühne beim 14. Sommer Open Air und 6 junge Leute stehen bei mir. Stellt euch erstmal vor, wie ihr heißt. Hallo, ich bin Haki. Ich bin Kerstin. Ich bin der Marc. Pascal. Thomas. Lennart. So, die 6 waren die, oder sind immer noch die Stage Rockers. Ihr seid gerade eben aufgetreten. Wie war es für euch, vor so vielen Leuten zu tanzen? Cool und spannend auch. Also, weil wir noch nie so vor so vielen Leuten getanzt haben. Dann müsstet ihr ja auch dem Ross Rede und Antwort stehen. Wie war es mit dem Ross, sich zu unterhalten? Lustig. Sehr lustig. Ja, es... Dir fällt nichts ein. Dir fällt nichts ein. Die Kerstin, der ist was eingefallen. Du musstest dann auch noch, glaube ich, irgendwas von der Tombola sagen. Ja, ich musste den ersten Preis sagen von der Tombola. Und was gibt's zu gewinnen? Ich muss den vierten Preis sagen. 2-monatiges Fitnesstraining im Asporta. Asporta, 6 Monate, 2 Monate, 6 Monate gibt's hier. 6 Monate. Und was musstest du sagen? Den vierten Preis, das war 2 Karten für I Want It All im Kaffeeturm, Mann. Und du? Den dritten Platz ist ein 250-Euro-Gutschein für Baumarkt, Obi Baumarkt. Und hast du auch was gesagt? Eigentlich nicht, ich hab nur zuguckt. Du hast nur zugeguckt, du hast gut gehabt. Dir hat's auch gefallen? Ja. Es wird geschnitten, oder? Und nächstes Jahr seid ihr wieder dabei, hat der Sascha und der Rainer schon was gesagt? Wir haben sie noch nicht. Dann hoffen wir mal dann. Aber wir wollen. Wir wollen auch. Wir drücken euch die Daumen, dass ihr nächstes Jahr wieder dabei seid. Das waren die Stage Rockers. Vielen Dank für euren Auftritt. Stage Rockers! Stage Rockers! Stage Rockers! Ja! Rhein-Neckar Radio. Bei mir die Michaela und der Volker von Sternenallee. Ihr kommt gerade von der Bühne runter. Wie war es für euch? Schön, toll, ganz, ganz toll. Ich meine, hier die Location ist traumhaft, die Bühne ist traumhaft und am Wetter spielt natürlich heute mit. Richtig toll. Ja, wir könnten gerade wieder gehen. Ja, wir gucken mal, aber ich glaube, der Zeitplan, der ist so eng, da ist leider heute nichts mehr drin. Aber vielleicht seid ihr nächstes Jahr dabei. Hat der Sascha oder der Rainer schon was gesagt, ob ihr nächstes Jahr wieder dabei seid? Habe ich sie noch gar nicht gesehen, aber hoffen wir es mal. Ich weiß es nicht. Wart ihr letztes Jahr schon mal dabei? Nein, also das erste Mal. Das erste Mal, weil letztes Jahr hat es ja geregnet, dieses Jahr scheint die Sonne. Vielleicht liegt es an euch. Ja, eben, da muss man immer Sternenallee engagieren und dann läuft es. Genau, dann gucken wir mal, vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Vielen Dank, Michaela, vielen Dank, Volker. Gerne. Noch eine halbe Stunde, 14. Open Air in Sandhausen bei mir, der Sascha und der Rainer. Wie läuft bis jetzt der Abend? Gut, stressig, sehr stressig, aber alles gut. Der Platz ist fast ganz voll und wir freuen uns, dass es gleich losgeht. Für uns auch losgeht. Ja, ihr rennt ja jetzt die ganze Zeit rum, Rainer. Geld ist Stress und du hast ja auch noch einen familiären Stress. Deine Frau ist jetzt gerade gekommen. Sag da vielleicht noch einen Satz dazu für unsere Hörer. Was ist da gerade los? Ja, die hat heute Termin mit meinem ersten Sohn. Und ich hoffe, er kommt heute nicht. Ja, wenn nicht, wir holen ihn auf der Bühne, gibt ein richtiges Open-Air-Kind. Rote Kreuz ist da. Habt ihr schon einen Namen für den Kleinen? Nein. Nein, das entscheidet ihr dann spontan. Wie bist du jetzt zufrieden mit dem Ablauf vom Konzert? Wir kommen natürlich wieder zum Hauptpunkt. Super, also Platz ist voll, Wetter hält, sensationell. Also jeder, der nicht da ist, nächstes Jahr kommt nach Sandhausen. Genau, nächstes Jahr nach Sandhausen, das 15. Open-Air. Sascha, 7.7. Termin haben wir schon. Sascha ist dann auch wieder dabei. Natürlich. Und jetzt geht ihr auf die Bühne und dann lasst es richtig krachen. Um die Worte eines großen Philosophen unserer Zeit zu sagen, die Bombe mal weg. Alles klar, die Bombe mal weg. Vielen Dank, Sascha. Vielen Dank, Rainer.